spielen wir auch noch Klempner. Ah, oh, wie schön. Der Filter wurde ausgetauscht. Juhu, tiefer. Such aus und. Ja, komm. Das sind wir nicht so mürrisch, wenn wir jetzt zu tiefer gehen. Warte kurz. Oh, ich dachte, jetzt ist nett, dass ihr da durchsteht. Ah, soll ich dir helfen, Fräulein? Fertig. Dann erzähl. Wie ist es dir so ergangen? Hä? Hattest du es nicht bei der Bürgerwehr versprochen? Ah. Hm? Im Krieg wurden Soldaten als Helden gefeiert. Mhm. Die Nachrichten damals waren voll davon. Aber als ich Soldat geworden bin, waren die Dinge etwas anders. Heldentaten waren nicht mehr gefragt. Für Shinra waren wir einfach nur, also... Du willst wohl nicht drüber reden. Welcome back, Johnny. Wir waren praktische Söldner. Nichts, worauf ich besonders stolz wäre. Verstehe ich. Aber ist komisch, was? Als wir uns damals verabschiedeten, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns mal in Midgar wiedersehen. Weißt du was? Wir sollten das feiern. Uns in Schale werfen. Was? In Schale? Wieso nicht? Das macht auch mal Spaß. Hast du so Sachen? Nicht wirklich, aber ich besorg was. Was schwebt dir vor? Nicht seltsam, ist was kämpferisch. Was hat denn Sally damals gewählt? Ich frage für einen Freund. Was würde ich denn jetzt nehmen? Würde ich privat spielen? Definitiv Kämpfer, hat er gewählt. Okay. Ich würde definitiv was Exotisches wählen. Ach komm, let's go, was Exotisches. Was Exotisches. Was? Echt? Aber ob mir das steht? Trag was, was dazu passt, ja? Okay. Jetzt können wir uns auf was freuen, nicht? Something Date. Ja. Gut, hätte ich auch. Stimmt. Okay. Wo wir so schön motiviert sind, können wir zurück. Komm schon. Brauchst du gar keine Pause? Quatsch. Schade um die Zeit. Nicht Malepetzen. Okay? Die steht doch sowas von auf uns. Hast du noch gar nichts vom Remake gesehen? Doch. Ich habe ab und zu bei Sally reingeschalten, aber da ich ja wusste, dass ich das auch irgendwann spielen wollte, habe ich mich nicht spoilern lassen. Beziehungsweise ich hatte es, glaube ich, auch nur im Log nebenbei laufen und habe selber gezockt. Also, ja. Ich habe auch nichts bei Kronk und auch nichts bei Pandoria gesehen. Weil ich es halt unbedingt... Die von der Handtasche. Weil ich es unbedingt selber spielen wollte. Und dann versuche ich mich nicht spoilern zu lassen. Hm. Genau das gleiche habe ich auch bei Horizon Zero Dawn gemacht. Weil das möchte ich auch irgendwann noch spielen. Ich habe halt nebenbei laufen lassen und habe selber was anderes gemacht. Das ist unter uns, ne? Ich will nicht zu dir gehen. Male? Die schreien uns wieder an. Die Filter sind ausgetauscht.
Wir gehen wieder zur Bar. Na dann, viel Spaß. Gute Laune scheinst du ja auch schon reichlich. Du musst das jetzt durchziehen. Das machen wir definitiv jetzt noch. Eigentlich ganz normal. Geht ja doch mit dir. So gefällst du mir. Weiter so. Betrachte das als Vorauszahlung. Ich zähle auf dich. Nebenstory abgeschlossen. Vermassel es bloß nicht. Verstanden? Ja, mach ein kurzes Päuschen. Ich gehe nochmal schnell auf Toilette und dann geht's sofort weiter. Wir haben ein Date mit Tifa. Ist doch schön. So. Ich weiß noch nicht wann, aber wir haben ein Date mit Tifa. So. It's that. Hau ab. So, aber jetzt kommen wir da. Nebenquests haben wir keine mehr, ne? Wir haben jetzt alle Nebenquests. Ja. Dann gehen wir jetzt mal zu Barrett. Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tifa. Ich glaube, ich brauche auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. So zumindest, bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Okay, was willst du tun? Dich noch ein wenig in der Stadt umsehen? Nö. Haben wir jetzt genug gemacht. Sind zurück. Wart ihr spazieren? Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Mhm. Oh, gefüllte Paprika. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres. Rumsky, grüß dich. Ich habe wieder gefüllte Paprika. Beeil dich, Tifa. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht. Was willst du denn von Cocktail Scooby? Ich kann dir einen Smoothie anbieten. Apfel, Mango, Passionsfrucht, wenn du magst. Setz dich. Sex on the Beach. Was darf es sein? Was Starkes für die Nerven. Hast du was Starkes? Die hat nur eine Komponente gemacht. Da fehlt eindeutig die Olive. Na? Den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Und einen Eistee wäre nicht schlecht. Das wundert mich nicht. Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Ein Cosmo Canyon. Eine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Ich muss los. Zum Wohl. Den Angriff auf den Mako-Reaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn es ernst wird. Hm? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich
will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Sollte mir eine Beschäftigung suchen. So. Mann mit Bart. So, jetzt hat Tequila Sunrise hier. Cocktails für alle. So, weiter geht's. Will ich sagen, aber schwankt der? Okay, so. Warte mal. So, kann ich bei ihr looten? Warte mal, kann er wieder Kamera anmachen? So, guckt jetzt für alle. Kleinen Mädchenmische oder eine vernünftige. Da. So, komme ich hier durch? Nein. Die Lagebesprechung. Warte in der Bar, bis die Besprechung beendet ist. Wir auch mitreden. Schweinerei. Nicht für das wir im Bar Blömsche. Kann uns anschauen, wo es endet. so. Oh. Die gelbe, ja, das Blümchen. Blume. Hm? Der hat was gesagt? Ein seltsames Mädchen. Achso, die Arid, die treffen wir ja hoffentlich auch noch wieder. Jo. Da die Besprechung lang, weil da gehe ich doch einen raus. Doch auch für Dustrill. Nein! Oh Mann, im Teller ist noch was zu essen drin, aber ich bin so voll. Uff, dann hebst du dir für später auf. Dann hebst du dir einfach für später auf. So. So. Kann ich Dart spielen? Das ist gut. Was? Wedge, Tiefer, Yassi, Johnny, Marne, Barrett, Bix, Finn. Nee, Latschen. Ich kann Dart spielen! Wie man Dart spielt. Oh Gott. Mit Hä kannst du einen Dart verwerfen. Die geworfene Punktzahl wird von der Gesamtpunktzahl abgezogen. Man wirft in jeder Runde mit 3 Pfeilen. Ziel ist es, seine Punktezahl genau auf 0 zu reduzieren. Für jeden Wurf gibt es eine Zeitbegrenzung, bis der Dart geworfen werden muss. Je kleiner die Zielkursor beim Drücken, desto genauer der Wurf. Ziele möglichst auf viele Felder mit hohen Werten, um die Punktzahl mit so wenigen Versuchen wie möglich auf 0 zu senken. Die höchste Punktzahl landet man Treffer im Zentrum der Scheibe, Bullseye oder auch Deadeye, wenn jetzt Detrix da wäre. Oder war das Retrox? Retrox. Den äußeren Ring Double und den inneren Dribble. Doch Vorsicht, wenn die Gesamtpunktzahl ins Negative geht, hat man überworfen und die Würfe die aktuellen Runde gelten als ungültig. Schweinerei. Muss gut spielen. Schlecht. Schlecht, was? Mich verarschen. Triple 20. Ja, ich versuch's. Warte mal, Triple war oben, ne? Double. Triple. Mittlerer Ring. Ich muss gerade zielen lernen hier. Je kleiner der Kreis, desto besser. Ja, oh Gott. Ich habe noch nie Dart mit Controller gespielt. Oh Gottes Willen.
Alter, Dart mit Controller, ne? Das ist ja grausam. Das habe ich jetzt noch 13. Perfekte. Dann schmeißt irgendwann den Controller gegen die Scheibe. Ich nehme den Controller mal mit zum Dart. 15 Würfe. Also das war jetzt blöd. Ja. Da müsste ich öfter spielen, glaube ich. Dann warte ich mal. So. Vielleicht irgendwas zu lesen? Oder so? Nee, ne? Ja, dann saufen wir eben noch einen. Würde dann dich auf der Liste sehen. Ja, mal gucken. Gibt bestimmt ein Achievement, wenn man Platz 1 ist. Also dann, Skull. Okay, jetzt setzt es sich von uns weg. Die ganze Zeit du die uns anschmachten und jetzt... Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Mach einen neuner Dart. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. Fertig. Du bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf. Das haben wir uns alle verdient. Gern. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Was? Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest. Ich habe noch ein bisschen was draufgelegt. Damit sind wir endlich quitt. So, dann lass uns mal allein. Wir feiern im kleinen Kreis. Oh. Rumgeflogen. Hab's versucht. Sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Weißt du? Die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jesse, wo bleibst du? Oh, ich komme gleich. Sorry, okay? Kein Problem. Wenn du möchtest, können wir später reden. Wirklich nicht nötig. Jesse! Ich hab riesen Kohldampf! Bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Und Prost! Schweinerei. Haben die uns ausgeladen aus der Party? Mann, das tut gut. Biggs, du alter Schluckspech. Treibt's nicht so bunt. Wir können gern reden, wenn das hier vorbei ist. Wir haben noch ein Date tiefer. Was hast du gesagt? Erst recht ein Grund, mal abzuschalten. Genau. Was ist denn los? Bist ja plötzlich so anhänglich. Wo waren wir stehen geblieben? So viel Spaß hatten wir schon lange nicht mehr. Seit dem Raus... Barrett meinte leider, wir würden uns zu sehr auf dich verlassen. Hm? Wo waren wir? Wir wurden nicht rausgeschmissen. Der nächste Anschlag wird leider noch gefährlicher. Ups, sorry. Was hast du gesagt? Ja, wir haben uns selbstständig gemacht. Ich würde dich ja gerne zur Feier einladen, aber...
Worüber haben wir gesprochen? Alle freuen und saugen sich zu. Ey, tiefer, wir haben noch ein Date. Ich will das exotische Kleid sehen. Dafür möchte ich euch danken. Ach, jetzt hör aber auf. Wozu sind wir denn Freunde? Ja, das sind wir. Und gute Freunde stehen zusammen. In schlechten Zeiten. Schau mal auf den Tacho. Wir haben uns ganz gut gemausert, würde ich sagen. Was auf dem Tacho? Schnüffler von Shinra. Die Schatten, jetzt war doch aber gerade hier hinten, war doch noch. Mann, unser Boss scheucht uns aber auch ganz schön rum. Nicht, dass er sich nicht endlich zeigen würde. Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Wartet mal, ich muss gerade was gucken. Jetzt sind wir wieder alleine. Jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich die andere Waffe. Ich wollte eigentlich das machen. So. Ich habe 17 Punkte. Dann machen wir doch jetzt mal das. Ja. Ja. Hä? Komm ich denn da runter? Jetzt hat. Eisenklingen Superkern. Sechs. Zweite Waffe separat kannst du also an alle ballern. Ach, da unten Kern wechseln, stimmt. Ich kann ja auch oben gucken. Oben rechts steht es ja auch nochmal. Sechs Punkte. Physisch. Magisch. Bei hoher Abwehr. Bei hohem. Dann machen wir das doch mal alle Waffen aufwerten. Jetzt hier alles? Nee. Physische Abwehr, magische Abwehr, magische Attacke, physische Attacke. Attacke, let's go. Okay. Tiefer. Steht doch nur rechts. So, da haben wir ja auch noch ein bisschen was. So. Okay. Das haben wir. Dann. Habe ich jetzt hier eigentlich eine neue Materie? Entfernen. Ach. Was habe ich denn jetzt? Ich habe hier. Achso, Glut 2 habe ich schon ausgestattet. Okay. Glut 2 ist ausgestattet. Chakra ist bei tiefer. Naja. Gibt's was zu meckern? Geh mal rein daher. Was glotzt du so? Ach so, Liv, Ein Bandenstreit? Gehören die zusammen? Hm? Ist was? Aus dem Weg! Verpiss dich! Großer Kerl.
Hey, so ein Campskin für Arme. So? Auf dem Wahlmarkt laufen die Dinge ein bisschen anders, oder Boss? Unser Boss ist nicht zimperlich. Komm ihm besser nicht in die Quere. Es sei denn, du hängst nicht besonders an deinem Leben. Ich habe Blut wieder eingesetzt, ja. Ich habe es wieder zurückgemacht. Du gehst vor, alles klar? Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vorerst zumindest. Folge den verdächtigen Männern. Achso, das ist von dem. Ich wollte sagen, okay. Ich glaube schon richtig, oder?